Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häusler geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauche kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum dritten Kapitel Heimkehr von Uncharted. Hier können wir noch ein Foto machen, ohne runterzustürzen, unglaubliche bitte. Unglaubliche Landschaft. Ich wollte gerade sagen, sollen das bitte Fotos? Sollen das bitte Vögel sein? Die haben gerade so komische Striche hinter sich hergezogen. Ja, irgendwie kriege ich gerade so einen Tomb Raider-Flashback, aber irgendwie auch ganz cool. Wo ist sie denn? Ach, da. Oh nein, jetzt sag mir bitte nicht. Mein Baumsteg ist runtergefallen. Schaffst du es rüber? Bin schon dabei. Dein Ernst? Mir ich wollte gerade noch rüberspringen. Schaffst du es rüber? Ja, kein Thema. Ich spring mal einfach bis drüben und dann, wir können auch kein Seil benutzen, so wie es aussieht. Es sei denn, dass wir dann wieder nur... Okay, da können wir uns nicht dran festhalten. Ja, das, nein, nein. Warum rutscht die? Nein, nein, nein. Doch, doch. Ja, wie soll ich denn hier sonst rüberkommen? Hallo? Wenn ich darüber springe, rutsche ich wieder ab, oder was? Oder war das nur wegen hier? Aber wir müssen doch da hochspringen können. Das ist doch gar nicht so hoch. Also da rutsche ich überall runter. Das heißt, wenn ich hier links rum
springe, denke ich, dass ich auch runterrutsche. Aber der Baum ist doch normalerweise... Ich probiere das jetzt mal auf der Seite. Okay. So, und nu? Die Seiltaste können wir nicht benutzen. Oder? Ah, na, hallo! Rutschst du mir hier mal nicht ab, während ich gerade RB drücke? Achso, LB. Gute Idee. LB. Ah, ich hätte gedacht, das war mit R. Okay. So. Frage ist, komme ich da... Muss ich da links rum? Moment. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, oder? Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Hä? Immer noch da unten? Yep, noch da. Wollte nur mal nachfragen. Bin gleich da, keine Sorge. Ich muss mich nur noch mal kurz damit vertraut machen, wie die Steuerung war. Ups. Ist ja schon eine Weile her. Okay. Nein, fahr du bitte, ich hasse es. Nein, macht mir nichts aus. Wir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Ja, die Kontrolle habe ich auch gern, aber ich hasse es, in diesem Spiel Auto zu fahren. Ach, lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Häusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Häusala gehört. Naja, das ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, protzte mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Ja. Sagen die jetzt, ich soll jetzt hier durchspringen? Nee, dann würde ich doch nicht... Ich soll jetzt hier nicht den Wasserfall hoch, oder? Ah, nee, da hinten. Ah. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich es hasse, in diesem Spiel Auto zu fahren. Okay. Abgesehen davon, dass das immer so diese Szenen sind, die ja alles entschleunigen und dafür sorgen, dass ja, es im Endeffekt nur nochmal langgezogen wird. Was ist mir darum? Schau mal, Flamingo-Treffen. Partycrasche. Na komm. Auto? Du bist ein Jeep, du schaffst das. Da sollen wir jetzt aber nicht hoch, oder? Wenn wir hier von Handbremse reden. Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Sollen wir da jetzt mit einer Handbremse... Das schaffe ich doch nie. Sag ich doch, das ist doch viel zu steil. Kann ich hier nicht aussteigen? Hm. Wie war das mit dem, ich hasse das mit dem Autofahren? Und wieso Handbremse? Ich meine, die Handbremse habe ich jetzt eben versucht zu ziehen, weil ich da jetzt so nicht hochkam, aber ich kann ja doch so nicht hoch. Vergiss das. Nee. Sind hier keinen anderen Weg? Da kommen wir auch nicht hoch. Da sind wir hergekommen. Warum darf ich nicht aussteigen, Leute? Ich will hier raus. Ah, doch, jetzt kann ich aussteigen. Moment. Ich glaube, ich weiß. Ja, ja, ja. Den Teil hatte ich jetzt vergessen vom letzten Mal.
Ja, ich möchte hier raus. Hallo? Nein? Ich bin gleich zurück. Mit Y komme ich raus, okay. So, wir können es noch nicht machen. Wir können es erst machen, wenn wir das irgendwie erkundschaftet haben. Aber der Baum ist doch gerade... War der nicht gerade zum Anvisieren drin? Hm? Das war das Auto. Achso, das war da zum Einsteigen. Na ja, gut. Das bringt uns natürlich nichts. Kommen wir da hoch? Kommen wir nirgendwo hoch, oder? Ja, rutsch doch nicht überall runter. Weil das Problem ist, die Winde ist natürlich jetzt hier erstmal gesperrt. Theoretischerweise müsste ich aber hoch das da dran machen, dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Es geht aber nicht, wenn ich hier den ganzen Weg zurücklaufe, oder? Kommen wir vermutlich auch nicht hoch. Nein. Sie, die so wunderbar klettern kann, kann keine 5 cm hochspringen. Okay, könnte funktionieren. Hinter den Wasserfällen. Soll da eine Höhle sein? Warum reden die denn hier vorne von einer Handbremse? Wenn da hinten eine Höhle ist, komplett auf der anderen Seite, wo wir hin müssen. Oh, Leute, ernsthaft. Ist das euer Ernst? Ich hatte zuerst auch überlegt, ob da nicht vielleicht eine Höhle ist, wo man durchfahren kann. Dann war aber das mit der Handbremse drin. Dann habe ich gedacht, nö. Erfrischend. Meine Waffe mag Wasser nicht so. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Ich denke mal links rum, oder? Ich sollte nicht denken. Okay. So, wir fahren einfach mal hier rein. Na, sieh mal an. Hallöchen, Äffchen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Hm, da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebet, der neueren Hauptstadt von Hoysala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt, Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Hm, Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey. Hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Ja, dann haben wir doch jetzt Zeit, die Winde nochmal zu benutzen. Also ich gehe mal stark davon aus, nach dem, was sie so erzählt, dass sie wahrscheinlich das kleine Mädchen ist, was am Ende vom ersten Teil gewesen ist. So sollte es klappen. Fraser, weg da im Hinterhalt! Schiff, in Deckung! Danke für die Warnung! Waren das alle? Okay, alles okay. Ja, nix, alles okay. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt hier wieder Munition kriegen, ne? Können wir hier hoch? Ja, sehr schön. Der hat nichts. Der hat... Da leuchtet doch was. Der hat eine Waffe, aber die kann ich nicht nehmen. Ja, super. Und hier? Geh hoch, komm, los. Ah, das können wir noch nehmen.
Die Wand sieht brüchig aus. Um mit einer Granate zu zielen? Okay. Wir machen es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, warum wir das machen sollen. Ich hatte schon fast gehofft. Yep, alles okay. Ich habe übrigens Ganeshas Stoßzahn gefunden. Das war's dann. Gelegenheitsschatzsucher, sehr schön. Ich glaube, man kann die ganzen Errungenschaften mittlerweile nicht mehr sehen, seitdem ich mit OBS aufnehme. Das ist sehr schade. Okay, wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterlassen. Ja, genau. Dann mal los. Bleib hier. Okay, geh nur. Ach so, wir sollen fahren. Okay. Schade, ich dachte, jetzt kommt der interessante Teil. Moment, wir sollten rechts, glaube ich. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf fand ich Sentimentalität umbringend. So, die Frage ist jetzt, doch, da geht's weiter. Wahrscheinlich das Gleiche, was wir vorher auch gehabt hätten. Bin mir nicht sicher. So, Moment. Kommen wir hier auch wieder raus? Das sieht gut aus. Wow, was? Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Los, 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 los! Müssen wir wieder mit dem Gewinde arbeiten, oder? Ist das jetzt, weil wir nicht so viel... Leute. Wenn ich nach links einschlage, will ich nicht, dass der Wagen nach rechts fährt. Gucken, ob wir einfach nur mehr Schwung brauchen. Na, geht doch! Ja, irgendwie, wenn ich nicht vom Gas gehe, vielleicht. Komm, 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 komm. Geschafft. Ja, geschafft, ja, aber wir kommen hier nicht weiter, oder? Wenn ich da jetzt runterfahre, fahren wir mal einfach. Ach, doch, da hinten. Okay. Optische Täuschung. Gut erkannt. Scheiße. Da hat ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Und wie lautet der? Einfach mit dem Auto mitten rein, oder? Bleib doch mal stehen hier. Okay. Kommen wir natürlich jetzt schlecht rein. Wenn wir uns übers Wasser halten. Rechts oben ist auch noch einer. Bin mir jetzt auch nicht genau sicher, wo wir hin müssen. Komm, hier hoch, hier hoch, hier hoch. So, wo ist der Typ jetzt hin? Da oben steht einer, aber ich glaube, da unten lief doch jetzt noch einer rum, oder? Links ist noch einer, in der Mitte ist einer. Rechts ist einer. Links, der kommt jetzt natürlich gerade rüber. Das Problem ist, wenn wir genau in dem Moment schwimmen, wird er uns wahrscheinlich dann entdecken, bevor wir überhaupt da hoch können. Wo ist er denn jetzt hin?
Macht er jetzt Pinkelpause oder? Schauen wir mal, wenn er Pinkelpause macht, könnte es klappen. Wo ist der hin? Hä? Okay. Ach, der läuft da unten. Der läuft das Wasser durch, okay. Moment. Oben ist jetzt nur der. Na, aber der eine, der sieht uns, wenn der jetzt. Jetzt dreht er sich um. Der ganz oben weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der uns sieht. Die nehmen wir mit. Müssen wir durch das Tor durch? Oder hinten ist auch einer? Oha, 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 oha. So. Ach, der sieht mich die ganze Zeit. Okay. Das ist nicht gut. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Müssen wir hier vorne durch das Tor? War nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte, aber ja. Ich glaube, der ist gerade darunter geknallt, oder? Gormenne. Ach, das war sie. Ach. Hinten ist noch einer. Hat fast Spaß gemacht. Verstärkung. Verstärkung. Okay. Die Frage ist halt, wo müssen wir hin? Müssen wir da rein? Guckt so verbissen. Ja, wo ist der Typ? Hallo? Schätzchen, wenn du auf die zielst, wäre das irgendwie besser, als wenn du nur dagegen zielen würdest. Okay, oben ist noch einer. So nicht, mein Freund. Jetzt hast du ein Problem. Noch nicht. Da gibt es nämlich ein gutes Ziel. Oh, das war falsch. Wo ist der hin? Da. Edel, du stehst im Weg. Nein, hast du nicht. Schlecht. Ha. So. Waren das alle? Geschafft.
Läuft wie geschmiert. Ja, dann mal weiter. Ich weiß nicht, was besser ist. Das ist das Problem. So, Frage ist, müssen wir jetzt hier hoch? Ich mach das Tor auf. Hol den Wagen. Danke. Genau, hol du schon mal den Wagen. Wir machen hier die Drecksarbeit. Das hier könnte es sein. Sesam, öffne dich. Okay, kannst rein. So. Oh, praktisch. Mit einer automatischen Tür, die sich wieder schließt. Können nur darum, oder? Gleich sterbe ich wieder, weil ich da nicht rum sollte. Oh Gott. Also entweder sterben wir jetzt oder ich weiß es nicht. Nein, diesmal ausnahmsweise nicht gut. Soll ich auf den Wagen drauf oder nicht? Das kommt mir so tief vor. Okay. Okay. Rück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Sie soll auch Auto fahren. Ich habe auf so einen Mist keinen Bock in diesem Spiel. Ich weiß nie, wo ich hin muss. Damit fängt es schon mal an. Wow. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Karte aktualisiert. Okay, mal sehen. Linke Taste. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Das ist schön. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Handy zu tun hat, aber okay. Sieh dir mal den Turm an. Von da oben kann man sicher die Lage sortieren. Vielleicht. So, rechts oder links rum, das ist jetzt die Frage. Ich verstehe es so, dass wir eigentlich links rum müssen, aber wahrscheinlich kommen wir dann gar nicht direkt dahin, oder? Okay, ich halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment, war das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten. Ich denke, wir müssen nach links. Den Reiz an Menschen wie Asaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher nach Verarsche. Wie bist du überhaupt an Asaf geraten? Was sollte das? Ich will lieber nicht wiederholen. Er schien dich jedenfalls zu mögen. Erinnere mich bloß nicht. Mir schien der Ex zu sein. Praktisch, aber... Ja. Sag schon. Lieber nicht. Vielleicht bei ein paar Drinks? So viel kann selbst ich nicht trinken. Also, ganz ehrlich, für mich klang das eher so, als ob das der Ex war. So nach allem, was er gesagt hat, wie er so reagiert hat und so. Müssen wir rechts hoch, oder? Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Du würdest auch wollen. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Asaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Moment mal. Geh nur. Ach, da kann man drauf schießen? Aha. Mich würde ja mal interessieren, ob das jetzt noch ein zusätzliches Rätsel ist. Vielleicht muss man alle rechtzeitig anschießen oder so, ich weiß nicht. Wir haben nur die eine, ne? Position verraten? Ja.
Hm, hätte ja klappen können. Wobei da hinten, glaube ich, fehlt sowieso... War da gerade was? Da hinten fehlt sowieso eine, ne? Das erkenne ich nicht. Es ist keins der drei Symbole. Könnte immerhin noch etwas Geld einbringen. Hm, okay. Ja, wahrscheinlich ist das nur Fake hier. Ich weiß es nicht. Aber hätte ja sein können, dass man da irgendwie was auslöst. Es wird Zeit. Ja, ja. Ist ja gut. Wir brauchen nur anscheinend mehr Schwung, wenn wir wirklich hier hoch sollen. Oh, das war nicht so gut. Muss ich da hoch? Doch. Frage ist, muss ich wirklich hier hoch? Das sind immer so komische Wege, wo man entlang fahren muss. Und ganz ehrlich, ist es andere als alles andere als lustig, hier zu fahren. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sieht aus, als ob wir nach links müssen. Aber ich glaube, wir müssen ja irgendwie nach rechts weitermachen, ne? Das ist wieder so ein Wagen. Sollen wir da jetzt hinfahren? Sie sagt nichts. Bin mir nicht sicher. Simon, einer von der Saffs Laster. Hier draußen sieht alles sauber aus. Interessantes Kreismittel. Wie die Schreibe. Das ist definitiv die richtige Stelle. Schau, es ist Ganeshas Dreizack. Ganesha, Entferner der Hindernisse. Das ist sehr gut. Nun ja, wenn wir schon nach seinem Stoßzahn suchen, sollte ich mich informieren. Okay, man sollte sich mit ihm auch gut stellen. Du betest zu ihm, wenn du was Neues beginnst oder dich von Zweifeln und Sorgen befreien möchtest. Ah, Entferner der Hindernisse. Aber warum der Elefantenkopf? Sein Vater, Shiva, gab ihm den. Sehr aufmerksam. Nachdem Shiva seinen menschlichen Kopf abhackte. Oh, ja, das kennen wir doch alle, oder? Ja, warum auch nicht? Schwer zu sagen, wie viele Männer da drin sind. Bist du bereit? Das finden wir gleich heraus. Ja. Ich habe hier nicht viel, worin ich mich verstecken kann, oder? Ist das sicher? Noch nicht. Warten auf Cobra. Willst du wissen, wie viele Männer hier drin sind? Alle. Sie sind alle hier. Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Verstanden. Wer hab ich ihn jetzt gesehen? Hallo? Na, mein Kind? Na, mein Kleiner, kommst du zu mir? Ach, da oben ist... Ah. Okay. Oh. Ein Gefallener! Seht euch um, Leute! Schwert aus und zu! Geh mir aus dem Weg, Mann! Boah, diese NPCs, ey, die stehen immer genau da, wo du es gar nicht gebrauchen kannst. Da oben ist noch einer. Was ist denn mit dem Kerl, der eigentlich hier vorne mal hingelaufen ist? Das Problem ist, der oben sieht mich dann wahrscheinlich, ne, wenn ich den hole. Ich dachte eigentlich, ich mache erstmal die von oben platt. Das merkt ja keiner. Aber es scheint doch jemand... Ach so, der Gegenüber hat das wahrscheinlich gesehen, nehme ich mal an. Und können wir uns da noch verstecken? Ich hoffe. Nicht wirklich.
war das nicht geplant? Kann ich ja nicht drauf springen? Oh, lass mich hier bloß nicht runter. Okay. Da ist Gras. Das ist gut. Oh, immer wenn du nach vorne gehst, läuft dir irgend so ein Blödmann vor die Beine. Echt. Er hat eine Schrotflinte. Was, wer hat eine Schrotflinte? Komm, runter zu mir. So ist brav. Ja, brav. Brav. Ist nicht so brav, dass die anderen jetzt auch noch hier rumlaufen. Ich möchte gerne pfeifen, so wie bei Assassin's Creed. Warum darf man nicht pfeifen? Ja, komm her, komm her. So ist schön. Wo laufen die anderen jetzt rum? Das Problem ist, du kannst dich da auch nirgendwo verstecken, ne? Es hat noch einen erwischt. Weiter suchen. Hier. Und ich persönlich habe noch ein anderes Problem. Ich habe jetzt Kaffee nebenbei getrunken und möchte eigentlich gerne mal die Folge beenden, um mal eben wohin zu gehen. Oh, und jetzt zieht sich das hier so lange, weil die ja alle sind. Ich meine, wir könnten jetzt draufschießen. Das wäre dann nicht so, würde nicht so lange dauern. Aber es macht dann ja auch nicht so einen Spaß, ne? Irgendwie. Jetzt läuft der da oben. Oh, jetzt kommen sie alle raus. Ich wollte gerade da hinten hochspringen. Ja, geh hoch, komm. Oh, da ist auch noch einer. Oh, okay. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir hatten hier gerade den Laser gehabt. Das ist der Typ da oben, oder? Hast du was gefunden? Ich hatte kein Glück. Alles sauber. Okay, du gehst da lang. Ich suche hier. Okay. Mach das. Es wäre schön, wenn du endlich mal dich bewegen würdest. Wieso geht die jetzt noch da? Der kommt doch gar nicht hier rum, oder? Ups. Und so war das jetzt nicht gedacht, aber ist auch okay. Frage ist jetzt. Ja, noch ein bisschen. Weiter. Du sollst einfach nur da rum. Du sollst nirgendwo rumhüpfen. Mädel. Da kommen wir nicht hoch, ne? Geh ins Gras, geh ins Gras. Moment mal. Dein Ernst jetzt? Ich denke, im Gras ist die sicher. Runter, schaff sie. Sie sagte runter, Mädel. Hallo. Ja, dann bleib einfach oben stehen, kein Thema. Ist sogar weg, oder? Komm rein. Ich weiß nicht, ob wir hier rum müssen. Alles sauber. Wir müssen hier rum. Okay. Alles sauber heißt, ich kann mal eben gucken wegen Munition. Aber wir haben keine für uns, oder? Nee, ist immer nur das andere Ding. Dann gehen wir erstmal rein. Hm. Okay, so nicht.
So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Warum dreht die sich jetzt so um? Weil das irgendwo anders aufgeht, oder wie? Hä? Ich dachte, wir müssen dann hier durch. Was ist das? Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Och nö. Müssen wir jetzt überall solche Dinger finden, oder was? Oh. Nicht euer Ernst. Das zieht das Ganze doch nur wieder unnötig in die Länge. Normalerweise habe ich da ja nichts gegen, aber wie gesagt, ne, ich habe viel Kaffee getrunken. Eben. Das ist gerade nicht so gut. Wie viele Speichen waren denn da drin? 5, glaube ich, oder? Ich habe es jetzt gar nicht... 5 oder 6, meine ich, waren es. Erstens ja, 5. Zweitens, ich finde aber hier gar kein anderes Ding. Und da müssen ja eigentlich noch 4 andere sein, deswegen... Da müssen wir jetzt mit dem Ding selber noch mal was machen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich gehe noch mal eben gucken. Ich denke nicht, dass man jetzt hier noch mal... Kann man das irgendwie... Nee. Ich denke jetzt nicht, dass wir da noch mal drauf drücken müssen. Deswegen bin ich jetzt ein wenig verwirrt. Nee, drauf drücken können wir auch nicht mehr. Oder müssen wir... Ach, wir müssen zwischendurch. Die Schlösser gehen auf, wenn ich an den Rädern drehe. Da gibt es wahrscheinlich insgesamt 5 Stück davon. Jetzt sind es nur noch 4. Ja, so hatte ich recht. Mist. Das ist doof. Das ist doof. Wir haben doch schon den halben Platz jetzt nachgeguckt und wir haben noch nichts gefunden. Gibt es die vielleicht oben dran? Kann man hier hoch? Überall kommt sie hoch, aber das kleine bisschen hier. Ah. Und was ist denn hier? Nummer 2. Nummer 2. Und ich sehe auch schon Nummer 3. Können wir hier auch hoch? Nein, halte ich bloß nicht daran fest. Das ist kein Thema. Dann kletter halt da hoch. Hier ist noch eins. Ich kümmere mich. Das hatte ich aber, glaube ich... Ach so, ich habe das Original gesehen eben. Ah ja, okay. Das war nicht so gut. Moment, Nummer 4 ist doch da oben. Wie komme ich denn da? Unbeschadet runter. Ich bin doch eben hier rumgelaufen, aber ich glaube, ich bin rechts rumgelaufen, ne? Hab dich. Nur noch 1. Okay. Wahrscheinlich irgendwo da hinten, nehme ich mal an, damit man schön weit läuft und dann auch nochmal klettern muss. Obwohl, da waren wir eigentlich am Anfang, haben den Typen ausgeschaltet, oder? Genau, da ist nämlich nichts. Da können wir rum, da können wir rum. Darum ist es eigentlich logischer, wenn da was wäre. Ist es aber natürlich nicht, aber hier oben. Ah, sehr schön. So guter Letzt. Ja, das sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Radding. Großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, fällt anderen Autoren nichts mehr ein, als immer noch einen reinzuschreiben, der dumme Sprüche bringt und den anderen, der das Ganze nur nicht mal mehr belächeln kann und immer korrigiert. Großes Radding, okay. Müssen wir hier nochmal drücken? Wahrscheinlich, ne? Oder drehen. Du hast es geschafft. Und ob ich das hab. Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus.
ich würde aber sagen, das dürfte der perfekte Moment sein, um hier mal eben einen kleinen Cut zu machen. Es hat sehr lange gedauert, deswegen, ich will es jetzt hier nicht überziehen. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.